Was ist so neu in World of Warcraft The Burning Crusade Classic? Jetzt dranbleiben und zuhören. Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um die Welt der MMORPGs. Aktuell arbeite ich am World of Warcraft Quest Weltrekord mit über 9000 Quest-Videos und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch jetzt ein Abo da. Mit dem Sprung durch das dunkle Portal taucht ihr nicht nur in die Scherbenwelt mit der gemeinsamen Hauptstadt Shadrath sowie 7 neue Gebieten voller frischer Fraktionen, Gegner, Quests und Instanzen ein. Allen voran finden 2 neue Völker den Weg ins Spiel. Die Draenei schließt sich der Allianz an, womit ihr zum ersten Mal einen Schamanen auf Allianzseite spielen könnt. Und bei der Horde stoßen die Blutelfen hinzu, die Paladine werden können. Das war wiederum bisher der Allianz vorbehalten. Somit kann mit Burning Crusade jede Fraktion auch jede Klasse auswählen. Neu ist außerdem der Beruf des Juwelenschleifers, der nicht nur Halsketten und Ringe herstellt, sondern auch die begehrten Edelsteine für die neuen Rüstungssockel. Über den Wolken, wo die Freiheit herrscht, der Maximallevel wird nun von Stufe 60 auf Stufe 70 angehoben. Und die Endstufe ist vor allem deswegen ein hehres Ziel, weil ihr dann endlich euren Privatflieger bekommt. Ein eigenes Flugmount. Die Droiden können sogar mit Level 68 abheben. Sie erhalten eine coole Flugform. Einige Gebiete der Scherbenwelt sind sogar nur per Flugmount erreichbar. Allerdings ist das alles nicht billig. Mit 250 Gold seid ihr dabei. Und 200 Gold, wenn ihr der Fraktion ehrfürchtig seid. Es gibt sogar Änderungen zur Version von 2007. Obwohl sich Blizzard um ein originalgetreues Burning Crusade bemüht hat, ist die Classic-Version von 2021 keine exakte Kopie des 14 Jahre alten Originals. So startet Burning Crusade Classic mit Patch 2.4.3, der vor allem Balancing und Quality of Life Verbesserungen mit sich bringt. Zwei Beispiele. Zwischen Level 20 und 60 braucht ihr nun weniger Erfahrungspunkte als zuvor und ihr könnt euer heiß ersehntes Reitmount schon mit ab Stufe 30 statt 40 kaufen. Technisch wurde an BC Classic ebenfalls ein wenig geschraubt. Zum Beispiel ist das sogenannte Spell Batching gestrichen. Früher sammelte der Server Aktionen wie Attacken, Buffs und Debuffs erst und spielte sie dann mit einem Schwung ab. Jetzt läuft jede Aktion einzeln ohne Zeitverzögerung ab. Darüber hinaus gibt es in der 2021-Version kleinere Grafikverbesserungen wie Raytracing Schatten. Eine bahnbrechende neue Optik dürft ihr aber nicht erwarten. High-Level-Inhalte in Häppchen wie gewohnt. Genau wie WoW Classic wird auch Burning Crusade Classic in 5 Phasen erscheinen. Phase 1 startet mit dem Release am 1. Juni 2021 und enthält die erste Arena-Season sowie die Raids Karazhan, Gruuls Unterschlupf und Magtheriodons Kammer. In den folgenden Phasen kommen dann die anderen Raids und Arena-Seasons ins Spiel. Bis jetzt gibt es aber noch keine weiteren Infos dazu. Wenn ich was weiß, erfahrt ihr es natürlich auf meinem Kanal. Nun stehen wir kurz vor BC-Release und ich bin persönlich irgendwie ein bisschen aufgeregt und freue mich sehr auf das Addon. Wie ist eure Meinung dazu? Spielt ihr TBC oder bleibt ihr auf dem Classic-Era-Server? Schreibt mir nochmal alles dazu unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in World of Warcraft Classic und The Burning Crusade. Euer Fuchs.